Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, the World Before. Ja, in der letzten Folge haben wir am Ende noch gesehen, wie sie hier ohnmächtig am Boden gelegen hat. Ich vermute mal wegen der Schocknachricht, dass ihr Geliebter, ja, ein flüchtiger Verbrecher ist sozusagen, weil er einem Wesen geholfen hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hießen. Irgendwas mit G. Und mal schauen, was uns jetzt in dieser Folge erwartet. Da. Die Medizin gegen meinen Husten. Mama zwingt mich, sie wieder zu nehmen, seit ich beim Lesen von Leons Brief zusammengebrochen bin. Ich sollte sie einpacken. Okay. Wie kann ich die einpacken? Hat die jetzt mitgenommen oder nicht? Ich denke mal. Was haben wir hier? Ich muss meinen Koffer fertig packen, bevor wir uns verabschieden, liebes Tagebuch. Okay. Das heißt, da müssen wir dann wahrscheinlich am Ende nochmal hin. Ich kann nicht glauben, dass Leon auf der Flucht ist, ganz allein in diesen Bergen, mitten im Winter. Ja, das brauchen wir jetzt nicht nochmal alles durchzulesen, weil das haben wir ja im Endeffekt schon in der letzten Folge gesehen. Er hat aber eine sehr schöne Handschrift, muss ich mal sagen. Eine sehr weibliche Handschrift. Hier scheint so nichts mehr zu sein. Das heißt, wir gucken erstmal woanders. Hier vorne hatte ich genau da. Ich wollte alle meine alten Spielzeuge und Puppen weggeben. Aber jetzt werde ich sie in ein paar Jahren wohl brauchen. Wieso erst in ein paar Jahren? So wie die aussieht, ist sie bestimmt schon, keine Ahnung, fünfter, sechster Monat. Was haben wir hier? Ein Taschentuch. Na toll. Komm schon, Dana. Genug der Tränen. Und das? Wie gesagt, liebes Tagebuch, ich reise morgen ab. Papa und Mama schicken mich für ein paar Monate in ein Sanatorium außerhalb der Stadt. Sie sagen, es sei wegen meiner Gesundheit. In anderen Worten, sie schicken mich und mein Geheimnis weg von neugierigen Augen. Meine Eltern haben das Angebot, für meinen Sanatoriumsaufenthalt zu zahlen, von ihren alten Freunden, den Zimmers, angenommen. Die Zimmer sagen, das tun sie im Namen ihrer langen Freundschaft mit Papa und Mama. Aber ich glaube, es tut ihnen leid, dass sie es sich leisten können, aus Wagen vor den braunen Schatten zu fliehen, während Mama und Papa das nicht können. Ja. Der ideale Erholungsort für Sommer und Winter in malerischer, bezaubernder Lage mit Blick auf die Dombre. Tja, hoffen wir mal, dass das stimmt. Okay, das haben wir. Ich denke mal, sonst wird hier nichts großartig sein. Nein, geh da hin. Da war doch gerade noch was anderes mit Y. Papa und Mama haben mich hier oben eingesperrt, seit sie von meinem Zustand wissen. Ich werde das Klavierspielen vermissen, während ich fort bin, ganz zu schweigen von der Akademie. Na, Moment. Jetzt darf ich ans Fenster. Ich hoffe, es geht dir gut, Leon. Wo du auch bist.
Ja, was haben wir hier noch? Ich räume dich hier rein, sobald ich fertig bin, liebes Tagebuch. Hier bist du sicherer, als wenn ich dich mitnehme und eventuell verliere. Ja, sagen wir nichts so. Was haben wir hier? Na, geh da rein. Benutzen mit der Broschüre. Ah, okay. Foto der Eltern noch beipacken, stand da gerade. Und was noch? Das sollten wir auch mitnehmen. Achso, Hustenmedizin. Okay, Foto der Eltern haben wir allerdings noch nicht gesehen. Dann gehen wir erstmal... Das sieht mir sehr... Ah. Armer Papa, arme Mama. Sie waren am Boden zerstört, als der Arzt, den sie nach meinem Zusammenbruch holten, mein Geheimnis entdeckte. Das Geheimnis, über das ich mit niemandem zu sprechen wagte. Nicht einmal mit dir, liebes Tagebuch. Jetzt kann ich es dir sagen. Ich bin schwanger, liebes Tagebuch. Leon ist der Vater. Es gab viele Tränen und Geschrei, als der Arzt es Papa und Mama sagte. Aber sie haben beschlossen, mein Kind als das Pflegekind einer vermissten Verwandten auszugeben. Alle erwarten, dass ich mich schuldig fühle. Aber ich kann nicht anders. Ich denke schon über Namen nach. Wenn es ein Junge ist, heißt er natürlich Leon, um seinem Vater Glück zu bringen. Falls es ein Mädchen werden sollte, dann werde ich sie Anna nennen. Okay, ich glaube, da sind die Eltern nicht so besonders glücklich über den Mama Namen. Mama sagt, Leon ist nur ein skrupelloser Abenteurer, der ein unschuldiges Mädchen ausgenutzt hat. Aber ich weiß, dass das nicht wahr ist. Papa ist um 10 Jahre gealtert, seit er von meiner Schwangerschaft weiß. Aber was ihn am meisten belastet hat, war offenbar Herrn Zimmer um Hilfe zu bitten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich räume vorstellen. Dich hier rein, sobald ich fertig bin, liebes ja. Tagebuch. Es war hier der bist falsche du sicherer, Koffer, als wenn ich, weiß. Dich mitnehme und eventuell verliere. Wieso kann man das nicht abbrechen? Aber ich wollte da hinten noch mal eben gucken, bevor ich die Sachen einräume. In dem Moment, hier sind die Blumen. Das ist also nur das. Können wir hier hinten denn noch irgendwas machen? Von da kommen wir, ne? Schrank oder so. Da auch nichts. Okay. Na gut, dann haben wir offenbar alles angeguckt. Dann packen wir die Sachen mal. Ach, geh da rein. Gut, das sollte alles sein. Koffer zumachen. Jetzt muss ich noch den Tagebucheintrag fertig schreiben und es zusammen mit Leons Brief irgendwo verstecken. Das Tagebuch war hier oben, ne? Nein, da. Ja, wieso gehst du da wieder nicht hin? Jetzt. Nein. Jetzt weißt du alles, liebes Tagebuch. Ich denke, jetzt ist es wohl Zeit, sich für eine Weile zu verabschieden. Ich kann nur hoffen, dass Leon den Winter in diesen entlegenen Bergen überlebt. Und dass er einen Weg findet, heimzukommen und seinen Namen reinzuwaschen. Bis dahin warten wir. Ich und das Baby.
Ich und das Baby. Glauben Sie immer noch, dass zwischen Ihnen eine Verwandtschaft besteht, Kate Walker? Scheint plausibel, würde ich sagen, ja. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass meine Familie mütterlicherseits aus Europa kam. Wie viele New Yorker. Ich weiß nicht, woher genau, aber... Und dann ist da die Spieluhr, die mir meine Mutter hinterließ, die die Hymne von Wagen spielt. Es wirkt alles wie... wie Magie. Als wäre es Schicksal. Oder ein Zufall, Kate Walker. Das Gesetz des Zufalls besagt, dass einem Individuum umso mehr Zufälle zustoßen, je mehr dieses an Zufälle zu glauben geneigt ist. Aber dann gibt es da doch noch die Tatsache, Oscar, dass alle mir sagen, wie sehr ich Dana ähnlich sehe. Was haben Sie als nächstes vor, Kate Walker? Im Tagebuch stand, Dana wollte in ein Sanatorium außerhalb der Stadt. Dort steht vielleicht in den Akten, was aus ihr und dem Baby wurde. Bevor wir fahren, gibt es aber noch etwas anderes. Was denn, Kate Walker? Das Pogrom, von dem Frau Hegel erzählte, bei dem das Haus und das komplette Viertel zerstört wurden, fand 1938 statt, wenn ich mich recht erinnere. Dana schrieb, dass sie Ende 37 ins Sanatorium gehen und einige Monate dort bleiben würde. In der Tat, Kate Walker. Also ist es von hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie während des Pogroms wohl in Sicherheit war. Ja. Aber was, wenn sie zu Hause war? Mit ihrem Baby? Bevor wir zum Sanatorium gehen, muss ich es wissen. Wir müssen die Gegend nach mehr Informationen absuchen. Gut, Kate Walker. Wo Sie hingehen, folge ich. Solange Sie Ihre Tasche nicht vergessen. Glauben Sie mir, Oscar. Sie sind der einzige Freund, den ich habe. Ich verliere sie nicht. Pack mal rein. Ja, etwas über die Pogrome in Erfahrung bringen. Ist jetzt die Frage. Mir wird jetzt die Tür angezeigt, ob das so gut ist, wenn ich da jetzt rausgehe. Ich persönlich würde ja jetzt lieber durch das Fenster wieder verschwinden. Die Frage ist nur, wo bekommen wir jetzt was davon mit? Was war denn das hier eigentlich nochmal? Wir lieben die Brücke der Nebel. Okay, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Schauen wir mal. Die neuesten Neuigkeiten über Wagen herausfinden. Ehrlich gesagt habe ich jetzt überhaupt keinen Plan, wie, wo, was, ich, wohin ich jetzt muss. Die Leute kann ich ja auch nicht ansprechen. Was war mit dem Ding hier? Aber das war, da haben wir nur das Teil bekommen. Ja, danach können wir es jetzt auch nicht mehr benutzen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe jetzt schon eine ganze Weile aufgrund des Schützenfestes und der Lärmbelästigung, die damit verbunden war, nicht mehr gespielt und weiß auch gerade gar nicht mehr, wo... Das sind Bücher, oder? Hm. In dem Buch steht, dass das Pogrom Anfang November 1938 stattfand. Okay. Osterteil wird von den Braunen Schatten annektiert. Die Braunen Schatten organisieren eine Pogromnacht gegen die Wageranische Gemeinde, insbesondere der Mitglieder, die auf der Wageraner Brücke im Nebel liegen. Die Alliierten erklären die Annexion von Ostertal und Österreich für null und nichtig. Alliierten Truppen unter Führung der Roten Armee befreien Wagen nach intensiver Bombardierung. Ist natürlich immer geil, ein Land oder eine Stadt zu befreien nach intensiver Bombardierung. Ostertal erklärt sich unabhängig. Ja. Kommen Sie, Oscar, wir müssen mehr Spuren finden. Ja, was heißt mehr Spuren finden? Also ist mein Instinkt, so ein bisschen durch die Stadt zu laufen und einfach mal zu gucken, ob man hier irgendwas machen kann, mit jemandem sprechen kann oder so, vielleicht doch nicht so schlecht.
kommen wir denn hier hin? Da kommen wir gar nicht weiter, okay. Ist hier noch irgendwas zu lesen? Scheinbar nicht. Was ist das hier? Okay. Ich weiß ja nicht, ob ich mit der einen eventuell nochmal darüber reden kann. Vielleicht weiß die ja mehr. Kann ja sein. Treten. Hallöchen. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Ach, sie ist ja nicht gerade sehr gesprächig heute. Okay, der Kunde ist offenbar auch schon weg. Gut, das heißt, das hier ist wohl eher eine Sackgasse. Der Kunde können wir auch nicht sprechen. Schauen wir hier nochmal eben nach, aber ich denke mal nicht, dass da irgendwas... Nee, da ist so nichts drin. Die blockieren das. Ich kann jetzt nicht gehen. Ich habe hier noch zu tun. Ja, Informationen beschaffen, ich weiß. Aber von wem? Also, wie soll ich die beschaffen? Ich habe ja nicht gerade viel Spielraum. Moment, hier kann ich runter. Bin ich denn hier? Halt, was ist das? In liebevollen Gedenken an alle, die in jener schrecklichen Nacht ihr Leben verloren. Da steht sie nicht drauf, wenn ich das richtig sehe. Okay. Da stehen aber auch noch andere Seiten drauf. Aber die kann man nur von einer Seite angucken, ne? Das bringt uns wahrscheinlich nichts. Was ist hiermit? Sturmwarnung. Protestaktionen im Viertel und ein drohender Sturm. In der Haut des Bürgermeisters möchte ich nicht stecken. Wie auch immer. Zurück zu Dana. Über die Prognome. Hier kann ich aber auch nicht viel machen. So wie es aussieht, da kann ich auch nicht runter, ne? Kann ich hier runter? Nee. Ich hasse so Situationen, wo ich dann nicht weiß, wo ich eigentlich hin muss, weil das so komplett offen ist. Hier kann ich nicht rum. Kann ich hier durch? Auch wieder nicht. Kommt man hier jetzt nochmal auf die andere Seite? So, okay. Denen kann ich nicht reden. Ich könnte noch nach oben gehen. Da kann ich ja auch irgendwie auf eine andere Seite gehen. Jo. Machen wir mal. Ach so, da komme ich aber nur... Ja, geh noch ein Stück. Darf ich damit jetzt reisen oder darf ich damit jetzt nicht reisen? Die Frage ist jetzt auch, ich würde sonst noch mal zur Berghütte eventuell fahren. Wir sind ja jetzt hier im Antiquitätenviertel. Danas altes Haus, Brücke der Nähe. Ne, Moment, also hier, Danas altes Haus waren wir eben. Musikplatz wird uns auch nicht weiterbringen, denke ich mal. Der Masthof, Blumenviertel. Ich fahre jetzt nicht mit der Tram zurück. Ich habe hier noch zu tun. Ich will aber woanders hin. Nein, ich kann nicht gehen. Oh, du bist nervig, ehrlich. Also mit der Frau... Wieso komme ich jetzt wieder nicht durch? Mit der Frau kann ich nicht reden. Was anderes habe ich nicht. Ich kann hier nirgendwo mehr rein. Ich
Ich meine, theoretisch, ich weiß nicht, ob ich oben eventuell durch die Tür nochmal durchgehen kann. Das ist halt nur nicht so eine gute Idee. Wir können es doch mal versuchen, ne? Dass wir nochmal da hochgehen. Frage ist, ob uns das was bringt. Wir kriegen dich. Drohungen. Voller Fehler, unterzeichnet von Frank Höss. Der Mann der braunen Schatten, der Leon auf der Hütte angegriffen hat. Er hat ihn nie verziehen und verfolgte Dana während des Pogroms. In der Tat, Kate Walker. Aber die Existenz dieser Botschaft könnte bedeuten, dass sie während dieser tragischen Ereignisse nicht hier war. Das ist wohl ein guter Hinweis. Aber ich brauche mehr. Okay. Schauen wir mal. Laut diesem Brief sollte Dana also bis Dezember 1938 im Sanatorium bleiben. Offenbar gab es gesundheitliche Komplikationen. Das hört sich nicht gut an. Sehr geehrter Herr Roos, ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei Ihnen für die neue Spende bedanken, die Herr Zimmer in Ihren Namen an unsere Institution getätigt hat. Daher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Dana wie gewünscht bis Dezember 1938 bei uns bleiben kann. Das ist im Hinblick auf die fortwährende Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes auch das Vernünftigste. Bitte seien Sie versichert, dass wir uns weiterhin gut um Sie kümmern werden. Mit freundlichen Grüßen, Schwester Magdalena, Stiftsvorseherin Sanatorium Baden. Wir sind nah dran, aber nicht nah genug, um Schlüsse zu ziehen. Danas Initialen. Ja. Okay. Wir waren vorhin auf der anderen Seite dieser Wand, Kate Walker. Es ist, als wären wir durch einen Spiegel gegangen. Das verstehe ich nicht, Kate Walker. Vergessen Sie's. Ich rede Unsinn. Wenn Sie das sagen, Kate Walker. Hinter den Spiegeln. Ja, aber hier ist so nichts mehr, was wir jetzt machen könnten. Wir müssen immer noch die Pogrome. Ich muss es mir öffnen, damit ich das Wort überhaupt aussprechen kann. Ja, die Frage ist, wenn ich mich jetzt von unten noch mal reinschleiche. Ich denke mal nicht, dass hier oben wieder was Neues ist. Das Zimmer wurde wohl während des Pogroms der braunen Schatten verwüstet und geplündert. Ich hoffe, Dana war an diesem Tag nicht da. Also theoretischerweise, ich denke mal, hier oben werden wir nämlich nichts Neues finden. Theoretischerweise könnten wir nochmal nach unten und von der anderen Seite vielleicht nochmal hoch. Das wäre das Letzte, was ich jetzt heute in der Folge gern nochmal probieren würde. Weil sich das Ganze nämlich doch sehr lange zieht gerade und ich absolut keine Ahnung habe, wo ich jetzt den nächsten Hinweis finde. Gehen wir hier nochmal rein. So, die will uns ja sowieso nicht helfen. La la la. Ich habe schon gefunden, was ich oben gesucht habe. Wenn ich nochmal raufgehe, werde ich am Ende noch erwischt. Okay. Wenn wir uns die Sachen nochmal anschauen, dann bringt uns das aber auch nichts Neues, ne? Mehr Geschenke. Gemälde wie früher wären mir irgendwie lieber gewesen. Also ich probiere jetzt noch mal kurz mit ihr zu reden. Ansonsten weiß ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Doch, ich bin dir böse. Und zwar, weil du jetzt nicht mehr mit mir darüber sprichst. Schauen wir mal. Brieftasche. Achso, das war ihre Brieftasche. Taschentuch, dann das Studienakte, Diplom, Tagebuch. Auf der Suche nach Kate Walker.
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt im Moment nicht so genau, was ich jetzt hier noch machen kann, weil ich meines Erachtens nach schon überall gewesen bin. Und da ich jetzt nicht wir sind jetzt bei ungefähr 25 Minuten. Ich möchte jetzt aber auch nicht eine Dreiviertelstunde oder so hier rumlaufen und quasi zu keinem Ergebnis kommen. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich sehe mich dann nochmal ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja nochmal irgendwo was. Ich meine, ich glaube es nicht. Aber vielleicht finde ich nochmal irgendwo was, was wir nochmal anklicken können. Wenn ja, dann werde ich auf jeden Fall nochmal eine weitere Aufnahme starten. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.